Moin, mein Name ist Franco Rau. Ich bin Juniorprofessor für Mediendidaktik hier an der Universität Vechta im Bereich der Erziehungswissenschaften und forsche und lehre aktuell zu Fragen rund um Themen der Bildung und Erziehung in einer zunehmend digital geprägten Welt. Und im Rahmen dieser Tätigkeit darf ich auch hier im Medienkompetenzzentrum Vechta arbeiten. Es ist ein ganz spannender Begegnungsraum zwischen Menschen aus der Praxis und aus der Forschung. Und wir versuchen, mediendidaktische, medienpädagogische, medienwissenschaftliche Perspektiven zusammenzubringen und Lösungen zu entwickeln, wie Bildung in der digital geprägten Welt gelingen kann. Bildung in einer digital geprägten Welt orientiert sich vor allem an Fragen, wie sich sozusagen unser Miteinander durch Technik verändert. Es gibt, glaube ich, kaum noch Menschen, die ohne eine Art Smartphone und, wenn man so will, einen vollständigen Computer in der Hosentasche durch die Welt gehen. Und das verändert die Möglichkeiten, wie wir miteinander kommunizieren können, wie wir miteinander interagieren können, wie wir uns Informationen aneignen, aber eben auch sozusagen Zugang zu sogenannten Fake News bekommen, und es stellt sich die Frage, wie wir in diesem Zusammenhang eigentlich kompetent handeln können. Und meine Fragen beschäftigen sich jetzt einerseits mit dem Thema Medienbildung, also wie können wir das Lernen mit Medien in Bildungsinstitutionen sozusagen systematisch einsetzen, aber auch, wie können wir über Medien lernen, also Medien als Gegenstand thematisieren. Und das fängt sozusagen im Kindergarten an und reicht bis ins hohe Erwachsenenalter. Denn die Fragen, wie funktioniert eigentlich Teilhabe in unserer Gesellschaft, die betreffen letztlich alle. Und dafür Lösungen zu entwickeln und Fragestellungen zu beantworten, sind im Kern Tätigkeiten, die ich im Rahmen meiner Forschung nachkomme. Ja, also die technischen Entwicklungen, die werden nicht langsamer, sondern eher schneller, und so stellen Fragen wie Digitalisierung oder Mediatisierung sozusagen grundlegende Herausforderungen daran, wie Bildung und Erziehung eigentlich organisiert und gestaltet werden kann. Und das Studium an der Universität Vechta ist insofern ziemlich genial, weil wir ein eigenes Modul haben, was sich mit Themen der Digitalisierung auseinandersetzt. Sie haben eine komplette Vorlesung, wo wir versuchen, Ihnen sehr komprimiert einen Einblick darüber zu geben, was sind die technischen Entwicklungen, welche sind aus pädagogischer Perspektive relevant und vor allem auch, wie können Sie da pädagogisch mit umgehen. Also was müssen Sie eigentlich wissen als Mensch, der pädagogisch professionell tätig sein wird? Was müssen Sie Kindern vermitteln können? Was müssen Sie aber auch Eltern erklären können über den Medienkonsum und die Mediennutzung ihrer Kinder und Jugendlichen? Das sind alles Fragen, die werden sozusagen in der Vorlesung thematisiert, und zugleich haben Sie die Möglichkeit, Medien praktisch handeln zu können im Rahmen von einem Seminar. Sie haben hier eine Form von Greenscreen im Medienkompetenzzentrum und ganz für Videoproduktionsmöglichkeiten, Technik, die Sie ausprobieren können, um selber, wenn man so will, handlungsorientiert Lösungen zu entwickeln auf einer Ebene von Fragen der Personalentwicklung, der Medienkompetenzvermittlung von Kindern und Jugendlichen. Und die Universität Vechta bietet dazu aus meiner Sicht sehr gute Voraussetzungen, das Ganze hier erlebbar zu bekommen, aber auch mit Medien selber lernen zu können, um eigene Erfahrungen machen zu können.